Sehen wir uns an, wie man in Eddy den Suchverlauf benutzen und wie man Suchen speichern kann. Ihren Suchverlauf finden Sie über den entsprechenden Link unterhalb des Suchfeldes. Hier werden Ihre Suchen aus der aktuellen Sitzung mitprotokolliert. Sie können Ihren Suchverlauf ausdrucken, speichern oder bereits gesicherte Suchen und Alerts abrufen. Vor allem aber können Sie die Suchergebnisse einzelner Suchläufe miteinander kombinieren. Wählen Sie hierfür die jeweiligen Suchen über die Kontrollkästchen aus und klicken Sie auf einen der Suchknöpfe. In diesem Beispiel wurden der Suchbegriff transformationale Führung und seine englische Entsprechung mit einer Oder-Verknüpfung kombiniert. Die Trefferliste enthält Ergebnisse, die entweder den einen oder den anderen oder beide Begriffe in den Metadatensätzen der gefundenen Dokumente enthalten. Die Anführungszeichen sorgen dafür, dass die genaue Wortfolge gefunden wird. Das Gleiche wird mit dem Begriff Change Management und seiner deutschen Übersetzung ausgeführt. Vergessen Sie nicht, vorher immer den Eintrag des vorangegangenen Suchschrittes aus der Suchmaske zu löschen. Jetzt können wir die beiden Suchläufe durch Anklicken der Kästchen S5 und S6 über den Button Suche mit End verknüpfen. Damit erhalten wir die Schnittmenge aus den beiden zuvor erzeugten Trefferlisten. Auf der rechten Seite des Suchverlaufs wird jeweils die Anzahl der erzielten Treffer angezeigt. Ein Klick führt Sie zur Ergebnisliste. Sollte das Resultat Ihren Anforderungen noch nicht genügen, dann nehmen Sie über die Auswahloptionen am linken Rand Ihrer Trefferliste weitere Einschränkungen vor oder verwenden Sie weitere Suchbegriffe aus Ihrer Thementabelle oder aus den Metadaten der angezeigten Treffer. Der Suchverlauf ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise mittels der booleschen Operatoren AND und OR beliebig komplexe Suchanfragen zusammenzustellen. Wenn Sie Ihre Suchbegriffe einzeln suchen und erst über den Suchverlauf miteinander verknüpfen, können Sie außerdem die Treffermengen, die sich aus der Verknüpfung von Suchen ergeben, besser einschätzen. Sie können dann zum Beispiel leichter erkennen, woran es liegt, dass manche Suchanfragen zu sehr wenigen oder sogar null Treffern führen und können Ihre Suchstrategie entsprechend anpassen. Wählen Sie in diesem Fall alternative Suchbegriffe aus Ihrer Thementabelle, prüfen Sie die Wahl des Suchfeldes und kontrollieren Sie, ob Sie den korrekten Operator benutzt haben. Wenn Sie über längere Zeit auf Ihre Ergebnisse zugreifen oder Ihre Suchen dokumentieren wollen, können Sie bei vielen Fachdatenbanken und auch bei Eddy ein privates Konto anlegen. Dort können Sie Ihre Suchstrings speichern sowie automatisierte Benachrichtigungen einrichten und sich über neue Beiträge zu Ihren Arbeits- und Interessensgebieten laufend informieren lassen. In Eddy können Sie alle oder ausgewählte Suchläufe in einem persönlichen Ordner permanent oder temporär speichern oder sich als Alert anlegen. Wenn Sie noch nicht in Ihrem persönlichen Ordner eingeloggt sind, werden Sie jetzt dazu aufgefordert. Sollten Sie noch kein Login besitzen, registrieren Sie sich über das Formular. Jetzt wählen Sie Ihre bevorzugte Speichervariante und benennen den Ordner. Ihre Suchstrategie kann von hier aus jederzeit wieder geöffnet, geändert oder gelöscht werden.